Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Zu Frequent Traveler TV heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Erinnerung an dieser Stelle natürlich wie immer an den Stammtisch Frankfurt, dann haben wir Aachen und Köln. 19. Februar ist ähm, Frankfurt, dann kommt Aachen, dann kommt Köln. Meldet euch an. Jetzt aber kurzer Überblick über die Sendung und zwar das erste Thema: Frankfurter Flughafen, Bauernproteste, Probleme bei der Anreise. Deutsche Bahn AG aus der Richtung Köln kommt. Probleme bei der anreise frankfurter flughafen dann skywards war eine möglichkeit um bei condor meilen einzusetzen und da quasi die skywards meilen näher auseinander zu bringen oder zusammen einzusetzen als vorher ist teurer geworden jetzt müssen wir gucken ob vielleicht die fifth freedom flüge eine alternative sind des weiteren haben wir noch lufthansa meilenpooling da gibt es ein problem und wir haben äh, Swiss. Die erlauben jetzt Make-up und Tätowierung Und man muss sich nicht mehr die Beine rasieren für alle Geschlechter. Das sind so die Neuigkeiten heute am Heiligen Samstag. Wenn ihr daran denkt, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch unten zu kommentieren, wäre ich euch dankbar. Und ich sage nochmal: Stammtische. Ich penetriere euch damit. Stammtische in Frankfurt, Aachen und in Köln am 19., 20., 21. Erstes Thema: Frankfurter Flughafen. Nachdem wir ja die Bauernproteste hatten in Berlin, sind sie jetzt auf den Frankfurter Flughafen übergesprungen und äh, problematisch finde ich das genauso wie von den Klimaklebern. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, warum man in der deutschen Medienlandschaft sagen würde, dass Klimakleber schlimmer sind als Bauern. Ähm, ich kann natürlich den Grund der Bauern besser verstehen als der Klimafetischisten. Ähm, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt solche Maßnahmen relativ uncool. Und ähm, da ist es halt so, dass die Landwirte am Frankfurter Flughafen am Samstag ähm, gegen das Auslaufen der Steuererstattung für Agrardiesel äh, demonstrieren. Oh, ich sage mal so, ich kann das schon verstehen, weil das ist ja Arbeitsgerät. Ähm, aber grundsätzlich hm, ist, sind wir der richtige Ansprechpartner als Reisende und Vielflieger, die vielleicht auf einen, ja nenne ich es mal, uh, Urlaub gespart haben und dann in Urlaub fahren und dadurch dann Schweißperlen auf die Stirn bekommen. Des Weiteren ist es ja so, dass man muss mal der Ehrlichkeit haben ja auch sagen, gerade nach dem Donnerstag ja schon ein Scheißtag war und äh, ich nehme es vorweg, äh, es wird nochmal Streiks geben, aber nur bei der Discover Airlines. Ähm, da ist es so, dass äh, 2000 angekündigte Traktoren kommen sollten. Es sind weniger geworden. Nichtsdestotrotz gab es da dann Stress, denn es sind so 500 bis 600 Traktoren, aber auch das ist schon relativ viel. Ähm, da muss man halt natürlich sagen, dass diese Protestfahrt rund um das Gelände ähm, ein Problem ist. Auch dort sind ja immer noch Sperrungen gegen Nachmittag äh, zu erwarten. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier äh, auslässt. Wir haben hier jetzt um Viertel vor zwei in Helsinki, also insofern äh, dauert es noch ein bisschen. Geplant war halt äh, diese Protestfahrt und ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, jetzt fragt ihr euch, warum wird der Flughafen ausgewählt? Weil wir sind der falsche Adressat, habe ich ja eben gesagt. Jetzt kommt Und zwar der Frankfurter Flughafen ist ausgewählt worden, weil ähm, es um fairen Wettbewerb geht. Und das ist der Grund, warum man den Frankfurter Flughafen ausgewählt hat. Ähm, denn was für die Luftfahrt gilt, muss auch für uns Bauern gelten. Nach wie vor wird Flugbenzin nicht besteuert, weil damit ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Luftfahrt verbunden wäre. Und das ist dann halt so dieser Connecting Point, den man dort dann hat. Und ähm, ja, ich kann es ein bisschen verstehen, aber ehrlicherweise, ja, sorry, no sorry. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass die Bundesstraßen 43, 44 und der Airport Ring sowie die Anschlussstelle Zeppelinheim A5 ähm, dort dann äh, bespaßt worden sind und bespaßt werden. Ich bin mal gespannt auf eure Worte. Was ihr davon haltet, ob ihr davon betroffen sind. Danke übrigens nochmal für den Hinweis, den ihr in den Kommentar geschrieben habt, dass ihr in Hamburg wieder alles easy habt. Da bin ich froh und ich werde eure Fragen wie immer beantworten. Deshalb kommentiert immer schön brav unten. Der Frankfurter Flughafen hat dann natürlich auch noch das Problem mit der Deutschen Bahn AG, wobei die Deutsche Bahn AG normalerweise ja immer Schuld ist an allem, aber Diesmal sind sie relativ unschuldig. Und ähm, die Verspätungen im ICE-Verkehr zum Frankfurter Flughafen liegen an Metalldieben. Ja, ähm, ich habe sowas mal gelesen, habe das aber wieder verdrängt. Das heißt also, dass auf der Schnellfahrtstrecke zwischen Köln und Frankfurt, und ich muss ja ehrlicherweise sagen, in 55 Minuten von Frankfurt Flughafen bis nach Köln zum Hauptbahnhof, zum Stammtisch übrigens am 19. werde ich das nutzen, beziehungsweise am 19. ist ja erst Frankfurt und dann am 20. ist Aachen und am 21. ist wieder Köln. Es ist so, dass der Streckenabschnitt äh, gesperrt ist. Die Bahn hat äh, die Zugbindung aufgehoben. Man kann das Ticket kostenfrei erstatten lassen, auch wenn man einen anderen Zug benutzt, kann man sich die Sitzplatzreservierung erstatten lassen. Also so etwas äh, wird dann gut gemacht. Und da ist es so einzelne ICE-Züge auf der Schnellfahrtstrecke Köln-Frankfurt-Flughafen werden umgeleitet. Die, Züge, äh, Flüge, Züge, die Flüge, die Züge verspäten sich um 90 Minuten. Die Halte Köln Bonn Flughafen Siegburg Bonn Montabaur Limburg Süd entfallen. Ersatzweise halten die Züge im Bonn Hauptbahnhof und Koblenz Hauptbahnhof weiterhin. Kommt es zu Zugausfällen? Das ist das, äh, was dazu sagen bleibt. Jetzt ist die Frage natürlich: Hey, was passiert, wenn ich im Zug sitze und meinen Flug verpasse? Wenn es bei der Anreise ist, ist das so ein bisschen ein Problem. Wenn es aber ein Ticket ist, was man gekauft hat so zu, zum Flug und so weiter, dann ist die gesetzliche Regelung da. Ich bin ja kein Anwalt, deshalb kann ich das nur so allgemein sagen. Ja, nicht wirklich geregelt. Aber viele Fluggesellschaften, wie auch die Lufthansa, beteuern, dass sie dann sehr kulant sein werden. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Ähm, ihr könnt ja, wie gesagt, auch hier schreiben, ob ihr von den Bauern protesten oder von der äh, Metalldibologie. Betroffen gewesen seid, da bin ich mal gespannt. Und dann als drittes Thema: Frank Frankfurter Flughafen ist das Thema Discover Airlines. Und ähm, wir hatten ja schon mal einen Streik bei Discover Airlines. Und äh, Discover ist ja die Tochter der Lufthansa. Und da soll es auch am Sonntag, am Montag Verspätung und auch Ausfälle geben. Das ist so. Ähm, es ist der dritte Ausstand nach einem fünfstündigen Wernsteig, der kurz vor Weihnachten gewesen ist und dann nach einem Streik über den ganzen Tag am Freitag vergangener Woche. Also ähm, vergeht fast kein Tag mehr am Frankfurter Flughafen, wo nicht irgendjemand streikt. Und ähm, man sagt, dass das Unternehmen an Vorbedingungen festhält vor einem Tarifabschluss einer sogenannten Sozialpartnerschaftskarta. Ich finde das spannend, dass das dann immer so verschieden interpretiert wird. Ihr könnt da auch noch mal schreiben, was ihr davon haltet. Die Gewerkschaft sieht das Ganze ja auch als gescheitert an, genauso wie auch die Kabine gescheitert. Also das ist alles sehr, sehr schwierig, das von außen zu sehen, wenn man halt nicht wirklich alles weiß. Das Einzige, was wir wirklich als Takeaway mitnehmen können, ist: Wir müssen mit. Streik rechnen und damit mit Ausfällen und mehr Schmerzen und Kuriositäten ist so. Also bin ich mal gespannt, was da ist, ähm, was da passiert, und ähm, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. Wir haben dann ein Thema, was ich eher ja, ich weiß es nicht, ist das wirklich so etwas, was so? So wichtig ist heutzutage. Und zwar die Swiss sagt zum Beispiel, weil die Carpas, das ist die Gewerkschaft von den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern der Schweizer Flugbegleiter, bei der Swiss unter anderem, die sagen: sie wollen die Lippenstift Lippenstiftpflicht abschaffen. Schwieriges Wort, weil die Lippenstifte selber gekauft werden müssen. Das ist so eine Begründung. Kann ich verstehen. Also, wenn wenn mein Arbeitgeber möchte, dass ich mir die Lippen mache, dann ähm, ja, dann muss ich dafür bezahlen als Arbeitgeber logischerweise. Also da, da habe ich jetzt kein Problem. Aber ähm, jetzt ist es halt so, dass man halt äh, so wie andere Fluggesellschaften innerhalb der Lufthansa Gruppe oder aber auch andere wie Virgin und so weiter dort sagt: Hey, ihr könnt mittlerweile jetzt Make-up tragen, egal ob männlich oder weiblich und ähm, Lippenstift muss auch nicht mehr getragen werden. Tattoos können auch sein. Ähm, weil die Tattoos, wenn sie äh, nur verboten sind, wenn sie irgendwie anstößig sind, wobei die Frage anstößig immer Einzelfall ist. Und ähm, wichtig ist halt, ähm, dass die Schminke ähm, nicht nur auf das Gesicht beschränkt ist, sondern auch Fingernägel. Also das heißt, Männer dürfen sich die Fingernägel lackieren und äh, Burne müssen nicht mehr rasiert werden. Wichtig ist auch, dass man Strümpfe ähm, Weiterhin tragen muss, die sind Pflicht bei äh, Röcken. Allerdings dürfen es aber auch jetzt medizinische Strümpfe oder Blickdichte Strümpfe sein. Bei er müssen es äh, blickdichte Strümpfe sein. Bei Hansens weiß ich es jetzt ehrlicherweise nicht, aber die Frage ist halt ähm, da die Einheitlichkeit. Aber auch hier wieder, wenn man wie bei der Austrian Airlines zum Beispiel Einheitlichkeit haben will, dann müssen halt die Strümpfe auch bezahlt werden und dann ist das in meinen Augen auch okay. Bei der Lufthansa selber ist es etwas problematisch. Bei der Austrian ist es so, dass man da ein professionelles Erscheinungsbild haben möchte. Und dann werde also gebeten, angemäßes Make-up, roten Lippenstift oder Lipgloss ist erwünscht. Betonung der Augen mit Mascara oder Lidstrich und oder Lidschatten wird empfohlen. Herren sollen laut Austrian ein gepflegtes Auftreten achten, insbesondere durch eine ordentliche Frisur und einen gepflegten Bart. Ja, das sollte so sein. Auch hier könnt ihr jetzt einfach mal ähm, schreiben, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, wie ihr der Meinung seid, dass dort ähm, etwas gemacht werden soll. So, was auch spannend ist, ist in meinen Augen jetzt das Thema Skywards. Da haben wir jetzt einen harten Cut, ja, ich weiß. Und da sind wir jetzt bei Emerald Skywards nach 12 Minuten Sendung. Und zwar. Ähm, gebe ich euch das mal auf die Augen. Da könnt ihr das nämlich euch direkt angucken. Und zwar hier haben wir es dann, hier seht ihr es auch schon, dass bei der Condor und Skywards die Thematik relativ hübsch ist. Man hat das Ringesockenflugzeug, man hat die Möglichkeit dort Skywards meilen zu äh, bekommen wenn man mit emirates äh, wenn man mit, mit conda fliegt economy class äh, eine skywards meile pro kilometer geflogen premium economy 1,25 meilen bei skywards und 2,15 skywards meilen pro geflogene meile bei der business class und man kann diese dann auch ausgeben mit 8000 meilen und hier seht ihr das schon dass die spending liste etwas anders ist und äh, man sieht auch, dass das Ganze in Zonen aufgeteilt ist. Äh, auch hier wieder nach Distanzen in Meilen. Und die Größe sind 145.000 Meilen in der Business-Class. Ja, da habt ihr das schwarz auf weiß und äh, gesehen. Wenn man sich das Ganze jetzt genau anguckt, dann ist das so, dass man die Teuerung sieht. Heißt also zum Beispiel. Die Anhebungen sind um 20 so im Pi mal Daumen. Steuern und Gebühren bleiben weiterhin okay. Ich, das ist ja bei Skywards nicht mehr selbstverständlich, muss man der Ehrlichkeit halber auch hier sagen. Auch hier könnt ihr unten kommentieren, ob ihr das eingelöst habt. Bei die Skywards mal bei Kondor, ob ihr bei Kondor gesammelt habt, das wäre mal interessant. Und was auch interessant ist, ist natürlich, was könnt ihr denn machen, wenn das nicht mehr so hübsch ist? Da muss man halt natürlich auf Fifth Freedom-Flüge setzen von der ähm, Emirates. Und das wären dann so Geschichten, wo man dann natürlich Mailand oder Athen nennen muss, um dann nach New York zu fliegen. Barcelona geht ja auch, glaube ich, zeitweise. Ähm, also da gibt es dann weniger Sweet Spots. Ja ist so ehrlicherweise wird es auch immer unattraktiver. Das wegklicken, dann bin ich nämlich wieder da und dann haben wir heute das, ich will nicht sagen aufreger Thema, aber es ist halt ein Thema, was ich ähm, spannend finde, dass das im Moment nicht geht und zwar Lufthansa Meilenpooling. Lufthansa Meilenpooling wissen wir ja alle, was es ist. Ihr wisst es ja selber. Das heißt also, dass ihr dort Familienmitglieder reinnehmen könnt äh, mit Wohnsitz Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben das schon lange gehabt. In UAE, da habe ich ja auch Family Member Plus sogar ähm, Leute die im Haushalt arbeiten, die man da mit reinnehmen konnte in diesen Family Pool. Und damit kann man halt wirklich dann von allen Leuten diese Meilen zentral in einem Konto sammeln und dann auch ausgeben. So ist es natürlich leichter, äh, Meilenziele zu erreichen und auch zu schauen, dass man halt äh, gewisse Themen schneller erreicht. Ein Freiflug, Freiflüge sogar. Nur jetzt ist es so, dass ähm, es nicht funktioniert, und die Jungs von Meilen optimieren haben bei Hansens nachgefragt. Und ich hatte da eigentlich, als mich ein Kunde von mir fragt, habe ich gedacht, wie das funktioniert nicht. Na, wird eine kurze Geschichte sein, weil es ähm, wegen der Umstellung und so. Ne? Ja, aber irgendwie ist das jetzt schon länger. Und Lufthansa's Aussage, die die Kollegen von ähm, Meilen optimieren online gestellt haben. Bis auf weiteres ist die Einrichtung eines neuen Meilenpools nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis findet sich hier auf MilesMore Webseite. Genau, da kommt nämlich die Fehlermeldung. Und äh, Bestandsnutzer scheinen die Funktion weiterhin nutzen zu können auf Rückfall es und MySemore mit, dass es sich um eine temporäre Aussetzung aufgrund technischer Probleme handle. Es würde mit Hochdruck dann gearbeitet, das Problem zu lösen. Nur als Hinweis für alle, die da ein Problem haben, ihr könnt ja auch unten kommentieren, inwieweit ihr noch da Probleme habt. Deshalb auch die Frage des Tages dazu, nutzt ihr das Pooling? Und vor allem, wenn ihr es nutzt, ist es möglich noch zu nutzen, weil ihr es schon eingerichtet habt? Und schreibt unten rein, wenn ihr es versucht habt einzurichten, und es hat nicht geklappt, wann das ungefähr war, damit wir mal schauen können, wie lange das her ist. Also bei unseren Kunden war es, ich hatte zwei Stück davon. Ich meine, das war gefühlt Januar gewesen, kann aber auch Dezember gewesen sein. Hey, schlagt mich nicht, wenn ich es nicht weiß. Damit haben wir die Sendung wieder zum Ende gebracht. Schnell heute noch mal den Hinweis für euch. Ja, Kanal abonnieren, Glocke an, Like und so weiter. Und ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig kommt zum Stammtisch. Link, äh, Link haben wir irgendwo oder schreibt mir hier. Dann schicke ich euch den Link hier. Warte, ich muss mal selber Kontrollbildschirm. Da ist. da ist der Link. Heute die Sendung ohne Dackel, ohne Probleme, ohne alles gemacht. Der Dackel schläft. So, wie geht es gut? Also insofern. Es ist eure Aufgabe jetzt nur noch uns zu liken und die Kanalfrage zu beantworten, also die Kanalmitgliederfrage oder wie auch immer. Kanalmitgliedschaft, Glocke, Like und so weiter. Und Stammtisch, ich wiederhole mich. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei der Sonntagssendung. Und ähm, wir sehen uns dann bald. Und ich muss jetzt auch wieder los, weil ich habe um 14 Uhr einen Call. Äh, geht wieder um amerikanische Kreditkarten, <laughs> weil es halt für mal mehr Punkte und vor allem mehr Status gibt. Komischerweise wollen viele die Bonvoy-Karte haben, wo es direkt den Platin-Status gibt von Amex. Also da geben wir Gas und ich freue mich und für euch den Abspann. Hier ist er. Also bis dann. Danke. Ciao. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018